Und wie kommt diese entzündungshemmende Wirkung zustande? Also das sind verschiedene Faktoren. Also ich denke, ein Faktor, der aber auch bei Paleoernährung oft ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen falsch gemacht wird, aber was da schwierig läuft, sind die allseits in aller Munde die Omega-Fettsäuren. Da geht es ja um die 3er und die 6er. Und die Omega-6-Fettsäuren sind eben im hohen Maße entzündungsfördernd. Die werden in verschiedene Stoffe im Körper eingebaut, die eine entzündungsfördernde Wirkung haben, was eine ganz große Rolle spielt bei Autoimmunerkrankungen, da im Wesentlichen die Arachidonsäure. Und wenn man die Erkrankung, wenn man die Ernährung auf eine Ernährung umstellt, die deutlich weniger davon enthält, die relativ arachidonsäurearm ist und versucht, die Haupt-Omega-6-Fettsäurequellen zu vermeiden, dann kann das sehr, sehr gut wirken, hat das einen sehr guten Einfluss auf rheumatische Erkrankungen. Das ist nur ein Punkt, also es gibt eine ganze Reihe weiterer Punkte, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, auch eine der Hauptfehlerquellen, wenn man versucht, mit einer Paleo-Ernährung seine rheumatische Erkrankung zu heilen, wenn man dann zurückgreift auf Paleo-Brot und mit Sonnenblumenkern backt und was im Augenblick alles sehr beliebt ist, dann wird man leider hinsichtlich seiner rheumatischen Erkrankung und das billigste Fleisch von irgendwo kauft, dann wird man relativ wenig erreichen mit einer Paleo-Ernährung hinsichtlich der rheumatischen Erkrankung.